Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute an, wie wir ein Bitcoin-Wallet auf unserem USB-Stick erstellen. Ich zeige dir das mal. Und das Ganze ist relativ einfach. Ich zeige dir wie immer Schritt für Schritt, easy und schnell, wie du das machen kannst. Und für unsere ganzen IT-Spezialisten und Hacker gibt es auch noch einen Bonus. Und zwar werden wir auf die Wallet, die wir erstellen, Geld draufladen. Also ich werde da Geld draufladen. Und du kannst sie dann knacken oder herausfinden. Ich gebe dazu auch noch ein paar Tipps. Und wenn du das schaffst, dann kriegst du das Geld natürlich, was auf dem Konto drauf ist. Und auf unserem Discord-VIP-Status. Brauchst dich nur bei mir melden und wir klären das dann alles ab. Genau, ansonsten keine Zeit verschwenden, loslegen und let's go! Hey, ha, Cybersecurity. Be part of IT. Okay, dann beginnen wir gleich mal. Erster Schritt ist es, auf die Seite Electrum zu gehen. Die habe ich dir schon vorbereitet. Link kommt in die Beschreibung, wie immer, dann hast du es möglichst leicht. Hier dann einmal auf Download klicken und dann wählen wir unser Betriebssystem aus und in unserem Fall ist es Windows. Wichtig ist hier, dass wir Portable Version klicken, das heißt so viel wie mitnehmbare Version. Die laden wir uns herunter, einmal speichern und ja, dann haben wir das Ganze. Dauert kurz. Dann einmal den Ordner öffnen. Das mache ich jetzt nicht. Wir stecken jetzt den USB-Stick an. Genau, wir haben jetzt hier unseren USB-Stick angesteckt. Laufwerk E seht ihr hier an der Seite. Und jetzt kopieren wir die Datei, die wir gerade runtergeladen haben, einfach hier rein. Das dauert kurz. Und jo, wenn die dann da drin ist, dann starten wir das ganze Programm. Das ist jetzt hier drin. Und einmal starten. Electrum ist sozusagen unsere Wallet, also unser Geldbeutel. Das ist das Tool, mit dem wir dann alles erstellen und auf das können wir dann unsere Bitcoins auch draufladen. Das ist eine Offline-Wallet, so nennt sich das Ganze. Und ja, es gibt auch Online-Wallets. Aber da wir unser Stick mitnehmen wollen oder unsere Wallet, erstellen wir das jetzt hier auf unserem Offline- oder Portable-USB-Stick. Genau, es dauert kurz, bis sich das startet und ja, wartet hier einfach, keine Panik, wenn es sich bei euch nicht gleich startet. Ihr habt gesehen, bei mir dauert das auch eine Zeit. Ja, genau, hier klicken wir dann einfach auf automatisch verbinden, das wählen wir aus. Dann können wir jetzt hier unserer Wallet einen Namen geben. Wir nennen sie jetzt einfach LH Wallet. Das ist aber nur die Datei, also im Endeffekt gibt es keine Wallet-Namen, also dieses Programm erstellt hier Daten und genau, damit wir sie eben später wiederfinden. Gut, dann einmal auf Weiter, dann klicken wir hier auf Standardbörse erstellen und dann einen Seed erstellen. Ein Seed ist sozusagen ein Samen und dieser Samen kann später verwendet werden, um unsere Wallet eben wieder herzustellen, falls wir sie verlieren. Gut, wir haben jetzt hier unseren Seed erhalten und den müssen wir uns jetzt eben aufschreiben und speichern. Sehr wichtig, speichern. Ich würde es auch vielleicht auf dem Blatt Papier speichern, nicht nur digital. Und ja, ihr seht jetzt hier mein. Dann klicken wir die Option an, Optionen. Und hier können wir dann eben unseren Seed erweitern mit einem bestimmten Wort, das macht das Ganze sicherer. Und ja, hier den Haken noch setzen, dann könnt ihr euch das Wort selbst aussuchen. Genau, dann gehen wir auf Weiter. Ich mache jetzt hier einfach mal als Wort Hallo. Und das macht es eben, wie gesagt, sicherer. Dann wieder auf Weiter. Ihr könnt auch zwei oder drei Wörter verwenden. Ich nehme jetzt nur eins. Und jetzt müssen wir uns hier... Das schreiben wir dann auch hier hin, das zweite Wort. Und jetzt müssen wir hier den Seed bestätigen. Das Problem ist, wir können es hier nicht eingeben. Ah ja, können wir doch. Und ja. Genau, da geben wir jetzt einfach nur den normalen ein, also ohne dem Hello oder Hallo zum Schluss. Und dann hier den erweiterten geben wir jetzt nochmal Hallo ein.
Genau. Dann legen wir unser Passwort fest. Mit dem könnt ihr immer euch einloggen. Den Seed braucht ihr, wie gesagt, nur zum Konto wiederherstellen. Und das Passwort ist auch sehr wichtig. Und ja, das verrate ich euch jetzt nicht, sonst wäre die Aufgabe zu leicht. Ich mache es jetzt aber auch nicht schwer. Ich würde euch raten, hier so viele Buchstaben oder Zahlen einzugeben, Sonderzeichen auch gerne, bis hier nicht mehr weak dort steht, sondern eben als sicher oder strong. Datei der Geldbörse verschlüsseln, auch angehakt lassen und dann einfach auf weiter. Dieses Passwort hier natürlich auch aufschreiben oder merken. Und genau, dann landen wir hier und wir sind jetzt hier in unserer Wallet. Jetzt würde ich euch noch raten, die Wallet ein bisschen einzustellen und dafür gehen wir hier auf Werkzeug, Einstellungen. Dann geben wir hier als Sprache Deutsch ein, dann versteht ihr es besser. German, dann Währung oder Basiseinheit Bitcoin. Farbschema hell von mir aus. Transaktionen, ja, lassen wir einfach so. Genau, hier auch nichts mehr ändern. Und hier können wir noch Euro aussuchen. Das ist ein bisschen versteckt. Hier Euro. Und Quelle können wir auch CoinGecko nennen. So, auswählen. Genau, dann war es das hier. Einfach aufschließen. Und jetzt wird das GUI neu gestartet, also die grafische Oberfläche. Einmal OK, damit die Sachen eben gespeichert werden, starten wir das jetzt nochmal neu. Und jetzt müssen wir uns auch schon einloggen mit unserem Passwort und davor natürlich unsere Wallet einstellen. Man merkt, es dauert jetzt wieder, ich erkläre euch jetzt noch ein paar Sachen. Ja, zum Beispiel, okay, sind wir auch schon fertig. Gut, dann jetzt mit dem Passwort, das wir uns gemerkt haben, einloggen. Ich probiere es jetzt mal mit einem falschen und ihr seht, falsches Passwort. Und jetzt sind wir drin. Hier seht ihr jetzt alle eure Transaktionen. Also wenn Geld drauf kommt oder wenn Geld runterkommt, dann sehen wir hier, können wir hier Geld senden und empfangen. Hier können wir uns jetzt eine Empfangadresse erstellen, würde ich euch auch raten. Dann könnt ihr natürlich Geld empfangen. Und hier klicken wir jetzt dann einfach auf New Adresse. Und wir sehen jetzt hier die Adresse. Auf diese Adresse könnt ihr Geld empfangen, also die jemanden schicken. Dann kann der da eben Geld drauf tun. Hier sieht man auch den Barcode, kann man mit dem Handy auch machen. Oder einfach hier draufklicken, dann wird der Text kopiert. Ich habe Ihnen jetzt hier die Adresse für einen Tag erstellt. Wir können aber hier auch einstellen, never. Wichtig ist, das immer davor einzustellen. Also ich mache es jetzt mal nochmal, Test 2. Gut, Test 2 läuft nie ab und kann immer verwendet werden. Genau. Dann, ja, was ist hier auch so? Ich lade jetzt hier nochmal Geld drauf und in die Beschreibung kommt dann auch ein Tipp, wie ihr den Seed erhalten könnt. Und wenn ihr den Seed habt, könnt ihr natürlich dieses Konto wieder herstellen lassen, auch über dieses Programm. Den Tipp gebe ich euch jetzt auch mal. Aber wichtig ist hier eben, dass ihr meinen Seed erhaltet. Ich werde einen Teil davon in die Beschreibung posten, aber den letzten Teil müsst ihr selber rausfinden. Und dazu gibt es dann auch nochmal einen Tipp in einer extra Datei, die werde ich dir auch nochmal in die Beschreibung rein posten, also eine Anleitung, um zu beginnen. Wenn du es dann geschafft hast und der Erste bist, dann freut es mich für dich, dann hast du es geschafft, kriegst dein Geld und dein VIP-Status. Und ja, ansonsten war es hier. Wenn du noch Fragen hast, gerne stellen. Senden funktioniert eben hier, die Adresse einfügen, falls dich das noch interessiert. Wenn dich noch mehr interessiert, schreib mir gerne einen Kommentar, like das Video, wenn ich dir helfen konnte. Und wie gesagt, oder nicht gesagt, wenn ihr den USB-Stick rauszieht, hier sind jetzt eben eure Daten, euer Bitcoin-Wallet, tut immer sicher entfernen klicken. Sonst kann es passieren, dass eben eure Wallet verloren geht und ihr ja alles, also euer Geld verloren habt, wenn ihr dazu noch nicht euren Seed gespeichert habt. Durch den Seed könnt ihr natürlich das Konto wiederherstellen. Genau,
Dann habt ihr jetzt einen USB-Stick mit euren Bitcoins drauf und ich wünsche dir wie immer einen wunderschönen Tag. Be part of it und wir sehen uns im nächsten Video. Let's go. Peace.